Herzlichen Dank, Roger Willemsen. Deine Bordellbesuchsschilderungen waren wirklich sehr eindrücklich. Gibt es eigentlich Gäste, Giovanni, von denen du dich mal hast inspirieren lassen nach so einem Talk? Jede Menge. Also eine davon war zum Beispiel die zauberhafte Julia Enders. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Unbedingt. Die mit dran schuld ist, die Sendung natürlich auch, dass plötzlich ganz Deutschland über den Darm gesprochen hat und über das Pupsen. Ich muss gestehen, dass ich mich um dieses Gespräch wirklich gerissen habe, weil es gibt erstens keine Krankheit, die ich nicht schon hatte in meiner Einbildung, und zweitens ich, was Judith immer sehr amüsiert, eine panische Angst habe vor Bakterien. Und Sie schreiben über Bakterien mindestens genauso liebevoll wie über den Darm, weil beides gehört untrennbar zusammen. Was machen Bakterien Schönes im Darm? Also erstmal viele Sachen, die wir gar nicht richtig verdauen, spalten unsere Bakterien erst für uns auf und holen dann alle möglichen Köstlichkeiten nochmal am Ende der Fahnenstange für uns. Und eigentlich muss man auch sagen, sind die allermeisten Bakterien, die so in unserem Umfeld sind, gut. Also 95% der Bakterien tun uns nichts oder tun uns sogar wirklich gut. Und ich muss sagen, ich kenne das auch mit diesem Türklinken oder aus jemandem seiner Flasche trinken, nachdem noch hier schön der Spucke fahren. Da war ich früher so wie, ah! Aber heute denke ich so wie, geh mal her, mal gucken, was du drauf hast. Giovanni und ich Zug fahren. Ne? Und er muss auf die Toilette, was sehr selten vorkommt. Aber nur, weil die Fahrt zu kurz ist. Er macht so wie andere, die schon so eine kleine Phobie haben. Er tritt die Tür quasi auf. Mit so einem kleinen Kung-Fu-Tritt aus lauter Angst vor Bakterien. Das wundert sich Julia immer wieder, wie gelenkig ich bin. Ja. Das ist ja auch nicht unbedingt falsch. Es gibt sicher Stellen, da sind nicht so die besten Bakterien. Aber so das ganze Wissen über den Darm hat bei mir so eine bisschen andere Perspektive verursacht. Aber darf ich das, also wenn Judith schon petzt ich auch, wenn die mich dann so sieht, sagt die, wenn du es noch einmal machst, lecke ich die Türklinke an. Das sage ich jetzt, weil ich gelesen habe in Ihrem Buch, dass es sogar gesundheitlich von Vorteil sein kann, wenn man sich die Darmbakterien eines anderen Menschen in den eigenen Darm, ja, Axel Prahl, einpflanzen lässt. Das ist natürlich, also ist so ein Extremfall. Das benutzen wir jetzt bei sehr starken Krankheiten. Es gibt so Durchfälle, die gehen gar nicht mehr weg und die sind wirklich dann auch für die Betroffenen echt nicht schön. Und dann, wenn man das mit sowas bekämpfen kann und es geht weg und es geht den Leuten danach einfach gut, dann hallo her damit. Also was soll die falsche Scham? Aber ja, also was da alles noch so auf uns wartet, ist sowieso irgendwie groß und viel zu fantastisch, um so tabuisiert zu werden, denke ich. Und zu dem Hypochondertum kann ich nur sagen, dass ich es oft so feststelle, wenn Leute kommen, bei denen dann in der Klinik oder so Ärzte so ein bisschen mit den Augen rollen. Weil die das denen an der Nasenspitze ansehen? Ja, dann denke ich halt auch, ja, auch weil die dann sagen, immer wenn ich mit dem Flugzeug über Eschenscheide fliege, kriege ich einen neuen Entzündungsschub, und man ist dann so wie oder sowas. Aber ich muss sagen, oft ist da auch sehr viel Spannendes drin, weil Hypochonder oft Menschen sind, die einfach sehr sensibel ihren Körper wahrnehmen können, fast wie so kleine Teststreifen. Das ist gar nicht, wie glücklich das gefällt mir. Das Problem ist natürlich schon, wenn man dann immer die ganzen Infos, die man über den Körper kriegt, sind ja, es gibt diese Krankheit und dieses Schlimme und jenes Schlimme, und wenn man nur diese Information hat, dann kriegt man doch natürlich Angst. Ja, und deswegen finde ich es ganz schön, auch mal ein paar Dinge zu erzählen, die toll laufen, die sehr gut funktionieren, wie man sie noch besser machen kann. Und dann ist da vielleicht manchmal auch weniger Angst, weil man vielleicht weiß, was das ist. Aber, so ein positiver Hypochonder, sowas gibt es nämlich auch. Weil Sie so eine Expertin sind, und was wir in dem Film unterschlagen haben, Sie arbeiten gerade an Ihrer Doktorarbeit, schon im 9. Semester. Da hat unser eins erstmal ein Hauptseminar zum ersten Mal bewältigt. Gibt es den sogenannten nervösen Magen, an dem so viele Menschen leiden, wirklich? Oder ist das auch Kategorie Einbildung? Es gibt Ärzte, die das bestreiten, dass es das gibt. Ich glaube, dass es das gibt. Das Nervensystem vom ganzen Magen-Darm-Trakt ist unglaublich komplex. Und es gibt zum Beispiel auch Studien, die zeigen, dass nach traumatisierenden Ereignissen Leute eher auch mal einen Reflux entwickeln können, weil unser Bauch eben auch miterlebt, was wir den ganzen Tag so machen, und es den auch mal irritieren oder erschrecken kann. Und wir können natürlich auch viel falsch machen und ihn damit auch so ein bisschen aus der Ruhe bringen. Wenn man sowieso schon eine Neigung dazu hat, was man dann noch Schönes Falsches machen kann. Zum Beispiel, es gibt es Menschen, so wie Herr Platzek, die lassen gerne mal Mittagessen aus. Ist das gesund?
Das kommt, finde ich, so drauf an. Wenn man ein gutes Gefühl und ein gutes Verhältnis zu seinem Körper hat, kann man den auch gut einschätzen. Wenn man merkt, ich habe jetzt einfach keinen Hunger, muss man sich nicht die 12-Uhr-Portion reindrücken. Mhm. Genauso wie es ist, dass man, dass viele so sich dieses Frühstücksmüsli, Korn für Korn, und eigentlich sind sie viel zu müde, um so viel zu kauen, dann soll man es auch nicht tun, weil es gibt auch so unlösliche Ballaststoffe, die schilfern dann die oberste Fläche vom Darm ab. Also es geht so ein bisschen darum, ein Gefühl dafür zu kriegen, aber man braucht auch Informationen und die versuche ich zu liefern. Also Sie rehabilitieren Dinge, die bislang wirklich stark diskriminiert wurden. Also zum Beispiel, wie soll man das sagen, bei der Zeit würden wir vielleicht sagen Flatulenzien, ja? Also bei 3 nach 9 der Aufklärung verpflichtet Pupsen. Sie sagen, Pupsen ist etwas ganz Gutes und Gesundes. Warum? Woher kommt Pupsen? Wer weiß das? Ich wusste es, bevor ich mich mit Ihnen beschäftigt habe, nicht. Ja, und das ist doch so. Wir haben so diesen Körper und vielleicht reden wir deswegen auch immer wieder über Sex heute Abend, weil es eigentlich endlich mal so ein Wort ist, was wirklich körperlich ist. Dann muss man mal wieder an Körper denken, weil anders geht das halt nicht. Ja? Wir denken den so weg und wenn irgendwo ein Pups kommt, sind so wie, oh Gott, wo kam denn das jetzt her, wie furchtbar peinlich und so weiter. Pupse kommen von unseren Darmbakterien, wenn wir sie mal richtig gut gefüttert haben. Also es gibt Darmbakterien, die produzieren dann Gase und dann ist es so wie, hey, paradiesisch überfüttert. Aha, und dann. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, wenn es nicht zu oft kommt. Ich würde sagen, wer gar nicht pupst, ist ein schlechter Mikrobengastgeber. Aber bei wem es natürlich zu viel ist, so dass das Gas zu viel ist und dann auch drückt und unangenehm wehtut, dann ernährt man vielleicht die Falschen. Aber wenn Sie mit jemandem ausgehen und der fängt dann an zu pupsen, finden Sie das nicht peinlich? Es kommt natürlich darauf an, mit wem ich ausgehe. Ich persönlich finde es eigentlich nie peinlich. Bei älteren Leuten finde ich es irgendwie süß. Bei Freunden denke ich, so gemütlich sind wir schon zusammen. Und bei anderen Leuten passiert es jetzt nicht so oft. Und ja, es hat für mich etwas von Gemütlichkeit. Und wir können zugestehen, dass unser Inneres die ganze Zeit tolle Sachen für uns machen. Da fällt das dabei an. Ist doch gut. Sie verändern mein Leben. Und du hast gerade gesagt, du hast am gleichen Tag und im gleichen Jahr Geburtstag wie Bulli Herbig. Ihr seid also beide Stier, ist das richtig? Ja, das würde man dann vermuten. So, und jetzt? Jetzt kommt hier mein Stern-Deutungsbuch ins Spiel. Denn uns ist aufgefallen, dass wollen es relativ wenig... Wollen wir uns alle anfassen jetzt? Erstmal Wollknäuel werden. Ein bisschen esoterisch. Nein, das ist auch so ein bisschen jetzt so... Aber jetzt müssen wir auch was machen. Es muss mehr werden als piep, 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 guten Appetit. Ja, aber du darfst nicht gerne sonst irgendwie anfassen. Judith hat bestimmt einen Mondstein draus. Hast du einen Mondstein oder so dabei? Brauchst du einen Mondstein jetzt? Judith, du musst jetzt, guck mal, wir sitzen hier. Ja? Es gibt nachher einen Chai-Tee. Ich halte das nicht mehr. Ich danke euch, Leute. Nee, weil lange machen wir es nicht mehr mit. Habe ich ein bisschen was von euren Vibrations abgekriegt? Du kannst mir auch gerne die Anweisungen geben. Ach so. Nein, ich lese dir vor, ich kann das gut. Okay. Okay. Also, wir wollen ein bisschen was über dich lernen. Ja? Mhm, über den Stier steht hier bei Ruhe und Behaglichkeit im Schlaraffenland. Das ist die Überschrift. In der Wohnung sollten große, massive Möbel stehen. Sessel, in denen man bequem entspannen kann. Ein Bett so groß, dass man längs und quer liegen kann. Wichtig sind zudem ein voller Kühlschrank, ein Keller oder Speicher mit Vorräten und ein solides Auto, bei dem sich weder beim Einsteigen durch die Tür man sich zwängen muss, noch während der Fahrt ständig klein machen muss. Und dieses Auto soll gut gefedert und weich gepolstert sein. Schöner Jaguar. Was fährst du für ein Auto? Ein Jaguar. Ein Jaguar. Ja. Ich las von einem A8, der kürzlich geklaut wurde. Nein, das war schon vor 15 Jahren, muss ich sagen. Kürzlich. Wer hat denn bei euch die Recherche gemacht? 2008 stand dort. Stimmt nicht? Nein, überhaupt nicht. Du hast vor 15 Jahren schon A8 gefahren? Ja. Wird der gesponsert oder wo hast du den? Nee, den hatte ich mir damals gekauft auch. Ich finde es immer ganz gut, sich die Autos auch selber zu kaufen. Dann ist man nie jemandem was schuldig. Hey! Ja. So, und jetzt fährst du also mit deinem Jaguar durch Berlin. Genau. Das geht, die haben ihn auch noch nicht angezündet. Also ich will jetzt keinen aufrufen dazu. Das hatten wir neulich erst in der Sendung. Das war ein Kollege von Ihnen und deshalb ist böse geendet. Ja. So, das zum Thema Geld. Ja? Für einen Stiermenschen ist Geld das gleiche wie das Gras für den richtigen Stier oder die Luft für einen Vogel. Es gehört zu seiner Lebenssubstanz. Daher versucht er, so viel wie nur irgend möglich zu kriegen. Das Erstaunliche ist, dass Stiere tatsächlich leichter zu Geld kommen als andere. Was soll ich denn jetzt sagen? Welche Bedeutung hat Geld für dich? Was? Welche Bedeutung hat Geld für dich? Geld ist schon wichtig. Ich komme ja aus ziemlich normal einfachen Verhältnissen. Also mein Vater war Kellner, meine Mutter Hausfrau. Wir waren 4 Kinder. Und so, ich bin schon so groß geworden, dass ich das sehr schätze, wenn ich jetzt Geld habe, dass ich auch aufpasse drauf
ohne jetzt einen Igel in der Tasche zu haben, aber schon, das ist mir schon ziemlich wichtig. Also so, das ist schon auch so eine Prägung, wo man so weiß, okay, ich weiß, wie es ist, wenn man ganz, ganz wenig Geld hat. Und das finde ich aber eigentlich gut. Also ich bin froh drum. Ich beobachte manche so, wenn ihr jetzt so guckt, wo ich so denke, boah, haben die früh ein teures Auto oder sind die, haben die früh hier so einen Pelzkragen und irgendwie so, so einen Luxus, den sie sich wahrscheinlich nicht selbst verdient haben. Und eigentlich tun die mir leid. Also es ist nicht so, dass ich sie beneide, sondern sie tun mir eigentlich leid, weil ich genau weiß, dass du dann so Zeiten, in denen das nicht da ist, mehr leidest wahrscheinlich als ich. Und der Schauspieljob mit 15 war. Aber das hat jetzt immer noch nichts über meine Kohle gesagt. Ne? Was soll ich jetzt sagen? Hattest du vorher schon Nebenjobs? Also jemand wie du, der so viel Geld, so viel Wert auf Geld legt, der hatte doch wahrscheinlich schon mit 8, 9 Jahren den ersten Job. Ja, ich hab früh angefangen. Ich habe mit 9 oder 10 angefangen, Kindermodel zu machen für Autoversand. So Kindermodefotos. Nicht, weil ich so hübsch war, sondern weil ich eine Freundin damals hatte, die Kindermodel war. Und weil du das Geld brauchtest. Und weil ich war jung und brauchte das Geld. Genau. Und das war toll. Also man hat ja, ich weiß nicht, für so eine Fotosession hast du 60 Mark bekommen. Das war der Hammer. Und ich durfte es behalten. Und das muss ich auch echt sagen. Also mein Vater hat gar nichts davon gewollt, meine Mutter auch nicht. Das Geld habe ich mir verdient. Und mein Vater war auch so ein Arbeitstier. Und der hat gesagt, das hast du dir verdient, das kannst du behalten. Also sonst, ich hätte bestimmt mal was abgegeben. Man hat ja früher auch so Kostgeld und sowas abgegeben. Das durfte ich selber behalten. Aber also Eva, das war bei Ihnen anders, als Sie früh anfingen zu arbeiten. Ja, ich habe meine Familie, die ja, wir waren ja nur zu dritt, aber damit schon auch miternährt, weil wir auch nicht viel Geld hatten. Meine Eltern waren getrennt, meine Mutter war alleine. Und als ich dann 25 Mark am Abend verdient habe, mit 12 Jahren, meinem ersten Theaterstück, in dem ich mitspielte, war das für uns unheimlich viel Geld. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und waren Sie stolz, dass Sie das... Ich war sehr abgeben stolz. Konnten, ja, Hause? Ja. Ich hätte es auch abgeben. Nicht, dass es jetzt so wirkt, als würde ich alle haben gehungert und ich habe so schön so, nein, es ist mein Kaviar. Die ganze Zeit. Also so war es nicht. Können Sie sich an den Wahlkampf erinnern? Hatten Sie Sympathien für Herrn Steinbrück? Ja. Ja? Habe ich gehabt. Ich bin aber also ein Typ, der eigentlich weniger auf die Parteien guckt, sondern mehr auf die Typen, was das für Typen sind. Es gab in der SPD immer, er kam aus der Nähe aus Oldenburg, der ehemalige Landwirtschaftsminister, Kalli Funke. Funke, oh, das Funke. Ist ja Kaliber. Urgestein. Ja. Ja. Urgestein, aber ich kann mich noch daran erinnern, der hat im Bundestag mal gesagt, die Oldenburger Butter hilft dem Vater auf die Mutter. Das war ein Skandal, das war ein Skandal. Das war politisch nicht sehr korrekt. Nein, aber... Das Interessante war, ich glaube, damals haben sich die Grünen da extrem drüber aufgeregt. Oder nicht nur die Grünen, ja, wie auch immer. Aber der Alte steht da mit seiner roten Birne und knallt das raus. Also das fand ich gut. Soll ich Ihnen was erzählen? Es ist jetzt wie so ein Déjà-vu. Ja, da war ich ja harmlos gegen mit Pino Grigio. Ja. Hallo, das war ja... Aber ja. Dieser Mann, von dem Sie gerade sprechen, war hier Gast in dieser Sendung. Und wir haben ihn genau auf diesen Satz angesprochen. Und während er spricht, kommt der Aufnahmeleiter, hält mir einen Zettel rein und sagt... Es hat gerade der Bundeskanzler Gerhard Schröder angerufen. Daraufhin sage ich, haha, und in der Sendung, hier hat jemand angerufen, der behauptet, er sei der Bundeskanzler. Und lässt das ausrichten, Riesenlacher. 2 Monate später treffe ich den Bundeskanzler, der sagt, Sie sind mir vielleicht eine Nummer, ich mache mir die Mühe und rufe bei 3 nach 9 an und Sie glauben mir nicht. Das ist und das war genau wegen dieses Spruches. So. Herr Steinbrück, trotzdem gab es in diesem Gefühl, das ist nicht mehr zu drehen, nicht mehr zu gewinnen, außer, dass ich jetzt Haltung und Verantwortung zum Ausdruck bringen muss. Gab es einen Moment, wo Sie, glaube ich, unendlich viel Sympathien bei den Leuten hatten? Das war, als Ihre Frau gesprochen hat beim SPD-Konvent und Sie richtig von Ihren Gefühlen übermannt worden sind. Darüber schreiben Sie in dem Buch nicht. Warum nicht? War Ihnen das zu persönlich, zu unangenehm, zu nah? Unangenehm nicht, aber zu persönlich. Mhm. Im Übrigen, es hat durchaus zwiespältige Reaktionen darauf gegeben. Wie haben Sie die wahrgenommen? Wenn ich ehrlich bin, als beleidigend. Waren das denn die Leute? War es die Leute oder war es eher die Medien, die das... Ja, das ist ja ein nacktes Glatteis, über die Medien zu reden. Mhm. Die können zwar schwer austeilen, aber sind sehr empfindlich im Einstecken. Das waren schon einige E-Mails, auch so ein bisschen nach dem Motto, ein Politiker, der ins Kanzleramt will, der zeigt keine emotionale Trefferwirkung. Was hatte Sie denn da so getroffen, dass Ihre Frau gesagt hat, der nimmt diese Aufgabe auf sich,
Und dann kriegt er von überall nur Schläge drauf? Naja, weil sie spontan und völlig unvorbereitet. Das ganze Gespräch mit Bettina Böttinger war in keinster Weise vorstrukturiert. Wir hatten gar keine Absprachen. Sie traf mit diesem einen Hinweis, wenn Sie so wollen, exakt mitten in meinen Bauch, in mein Herz hinein. Und das hatte dann schon die Wirkung, dass ich erkennbar um Fassung zu ringen hatte. Dazu stehe ich, aber das muss auch nicht weiter Gegenstand weiterer Selbstdarstellung sein. Also bei all meinen Freunden, die jetzt Töchter bekommen haben, ja, da ist das irgendwie das sensibelste Thema, weil die alle jetzt schon, das sind Säuglinge, die da liegen, ja, Mädchensäuglinge, da haben die schon Szenarien, mit was für Waffen die dem ersten Freund ihrer Tochter an der Haustür begegnen wollen und so. Ich hatte Wie ist das bei Ihnen? Ich hatte das auch, aber der erste kam an, da war sie 6 und er war auch 6. Das, das war ihr erster Freund, Marvin, und sie hat ihn vorgestellt mit den Worten, das ist Marvin, der ist übrigens schwul. Und dann habe ich zu Marvin gesagt, du kannst bleiben, Junge. Ja, ja, du kannst bleiben. Herzlich willkommen. Der war so 6 und dann habe ich gesagt, stimmt das? Und dann sagte Marvin, ich weiß überhaupt nicht, was das heißt. Und dann habe ich zu Marvin gesagt, ganz pädagogisch wertvoll, habe ich zu ihm gesagt, du, das heißt eigentlich nur, dass du an und für sich lieber mit Jungs spielst. Und dann hat er gesagt, ja, dann bin ich schwul. Das war der erste. Und wie hat sich der Junge entwickelt? Ist er geblieben im Orbit ihrer Tochter? Nee, also das ist natürlich, das war dann auch in der dritten Klasse vorbei. Schade, ja. Und jetzt gab es dann so einen ersten richtig festen Freund. Jetzt ist sie 14, ne? Sie ist 15, sie 15 wird 16. Sogar schon. Sie wird 16 und ja, einer, den ersten habe ich sehr gemocht, der wurde aber vor ein paar Monaten gekündigt. Oh. Ja, der wurde, das war tragisch. Der kam eigentlich immer rein und hat so im Wohnzimmer so gewunken. Ne? Hallo, ich bin da und so. Und eines Tages kam er und, hallo, ich bin da. Und der hat auch immer auf Wiedersehen gesagt, ich bin weg. Und so. Und dann an einem Abend kam er und dann ging er die Treppe hoch. Und dann kam es zu so einem 20-minütigen, sehr schweren Personalgespräch zwischen den beiden. Und dann kam er wieder runter und dann hat er sich nicht mehr verabschiedet. Oh. Mhm. Aber nur so die Tür gehört, klack, war er weg. Fristlos. Ja, fristlos. Und das hat mir wahnsinnig leid getan, den mochte ich ganz gar nicht. Ich hatte sonst immer so diese Gedanken, wenn der Erste kommt, dann muss der so einen Fragebogen ausfüllen. Ne? Was macht der Vater beruflich? Welche Partei wählt der? Was hat der für ein Auto? Und so. Aber dazu ist es nicht gekommen. Und ich glaube, das ist auch degutant. Als Carla ganz klein war im Kindergarten, da wurde ich mal einbestellt. Zum Elternabend im Winter, weiß ich noch, da musste ich dann auf so einem winzigen Stühlchen sitzen, 1,5 Stunden lang in diesem Kindergarten. Ich kam rein und die Frauen brüllten sofort los, Stuhlkreis, Stuhlkreis. Und dann musste ich da sitzen und dann wurde über mich zu Gericht gesessen, denn unsere Tochter hatte ein anderes Kind von der Schaukel geschubst und hatte dabei gesagt, mach Platz für Satan. Ja, das war ein katholischer Kindergarten. Und es kam nicht an. Und dann musste ich da hin und dann haben die mich da fertig gemacht und 1,5 Stunden lang verhört. Und danach habe ich zu meiner Frau gesagt, ich gehe nie wieder zum Elternabend. Und dann musste ich aber doch, wegen dieses Gedichtes, von dem Sie gerade sprachen, da hat die Deutschlehrerin in der 10D, wo meine Tochter reingeht, den Schülerinnen und Schülern eine Aufgabe gestellt. Die sollten ein romantisches Gedicht verfassen. Und die Mädchen haben das super gemacht. Die Jungs haben alle gegoogelt, was von Rilke abgepinnt. Nur einer nicht, Daniel. Der hat sich super Mühe gegeben und hat einen ganzen Nachmittag Gedicht geschrieben und hat es am nächsten Tag vorgetragen. Und abends am selben Tag hat Mareile das beim Abendessen ihren Eltern vorgetragen. Das hieß Stangenfieber. Und der Vater, das war nicht so lang, vielleicht könnt ihr es rezitieren. Der Vater hat dann einen Elternabend einberufen und da wurde das dann diskutiert, ob der von der Schule muss. Und hatten Sie da wieder Ihr Händchen drin in dem Ding? Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur da gesessen, zugehört und dann hat es einer vorgetragen, so ein Urologe, der hat dann der hat sich das dann geschnappt und hat das dann vorgetragen. Das ging so. Veilchen sind Titten, Rosen sind Titten, ich mag Titten, Titten. Ja, das war's schon. Ja,
Ja, riesen Ärger, riesige Glück, dass Diskussion. Sie das nicht geschrieben haben. Wirklich. Ja. Sexismus. Sexismusvorwurf. Dann wurde diskutiert in der Klasse und es wurde abgestimmt und so. Und die haben mich gefragt, wie ich es finde. Weil ich ja, so, Sie als Autor, ne? Ja, ich habe dann gesagt, ich finde es im Prinzip okay, super, wirklich. Und dann haben die halt abgestimmt, wirklich, ob er so einen Verweis bekommt. Und es war aber nicht sexistisch genug. Dann hat seine Mutter gesagt, es wäre nicht sexistisch genug. Und dann ist er damit durchgekommen und sind wir alle nach Hause gegangen. Und der Daniel hat dann im Rausgehen zu mir gesagt, also, wenn Ihnen das wirklich gefallen hat, da, wo das herkommt, gibt es noch mehr. Ja. Ein Talent. Ich habe eine Sache noch, die betrifft Ihre Zeit beim HSV. Da soll ein Spieler dabei gewesen sein, der kam aus Buxtehude. Und weil er aus Buxtehude kam, ich meine, ich habe ja die Zeit nicht erlebt, galt er bereits als Ausländer. Nee, er galt nicht als Ausländer, er hat den Spaß schon verstanden. Aber wir wollten auch einen Ausländer in der Mannschaft haben. Und da haben wir dann gesagt, so Kubi, du kommst aus Buxtehude, du bist jetzt unser Ausländer. Und damit ist das dann so. Hätten in der Zeit die Zuschauer, die Spieler, die Trainer einen ausländischen Spieler, wie es heute gang und gäbe ist, akzeptiert? Akzeptiert, glaube ich schon, wenn das ein netter Kerl gewesen wäre. Auch in der Nationalmannschaft, wenn er ausländische Wurzeln gehabt hätte? Ich glaube, das war da noch alles ein bisschen sehr schwierig. Man muss ja wissen, gerade nach dem Krieg, auch wir als Nationalmannschaft, wenn wir ins Ausland geflogen sind, wir waren ja auch nicht immer gern gesehen, die deutschen Mannschaften. Wir mussten uns ja auch langsam rantasten. Da gab es ja auch immer Vorgespräche mit Herberger, wie wir uns zu verhalten haben. Also wir haben ja auch sehr viel daraus gelernt. Das war auch für uns als junge Spieler teilweise sehr lehrreich, wie wir uns dann auf dem Platz und außerhalb des Platzes eben im Ausland zu bewegen haben und was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Ich frage auch deswegen, weil eins Ihrer Enkelkinder heute einen schwer auszusprechenden Namen trägt. Ja. Und spielt Fußball. Ja. Und ist vielversprechend. Ja. Und es hat offenbar einen Migrationshintergrund. Ja, richtig. Gut, ich bin ja in unserer Familie sind wir ja international. Ja? Ja. Was habt ihr alles? Wir haben ja die Migration oder Integration früher begonnen. Erzählen Sie. Ja, nein, also er ist zwar mein Schwiegersohn, der hört, glaube ich, sogar zu jetzt. Weil er nämlich hier ist. Er ist in Hamburg geboren, aber er ist Türke, wobei natürlich jetzt der Spieler, der Engel, natürlich absolut Deutscher ist, aber er überhaupt keinen türkischen Pass hat. Aber genau wie mein Schwiegersohn zwar ein bisschen Türkisch versteht durch die Eltern, aber ich glaube, so gut Türkisch spricht er auch nicht. Okay. Nur wir waren früh dabei und meine große Tochter, muss ich sagen, die hat, Südafrikaner. Und als sie dann ankam und sagte, ja, ich habe jemanden kennengelernt in Hamburg hier. Und da hat meine Frau natürlich gedacht, dass das auch ein bisschen, das war zu der Zeit natürlich vor zig Jahrzehnten noch ungewöhnlich. Und da hat sie dann leise mal gefragt, du, ist das ein Dunkler? Also ich, nur mal so, um zu wissen. Und ja, gut, da hat meine Tochter gesagt, nee, du brauchst keine Angst haben. Aber wir sind schon international in der Familie und haben das also auch früh betrieben. Und ich habe da nie Probleme mit gehabt und werde da auch nie Probleme mit haben. Aber ich glaube, das ist im Sport auch kein Problem. Ich glaube, über den Sport allgemein, jetzt nicht nur Fußball, geht das also ziemlich, ziemlich schnell. So viele Frauen, die so super knackig sind, sagen immer diesen Satz, den Sie auch gerade gesagt haben, ich esse eigentlich alles. Ja. Ich bewege mich nur ein bisschen mehr. Das stimmt. Ich glaube das nicht. Dann müssen Sie bei mir zu Hause vorbeikommen. Wie oft essen Sie denn Pommes? Sie vielleicht mehr bewegen. Oder Pizza. Ich esse nicht so oft Pommes, muss ich sagen. Aber nicht, weil mir das nicht schmeckt oder nicht, weil mich das fett macht, sondern weil ich weiß, wie lange das dauert, um das zu verdauen. Und das möchte ich eigentlich meinem Körper nicht so gerne an. Also es ist tatsächlich, dass ich ein anderes Verhältnis zu meinem Körper habe und auch weiß, wie es mir danach geht. Und wer sich mal richtig beobachtet hat, wie es einem nach irgendwie so eben
Pasta, Pizza nachts um 12 geht dann danach. Der weiß, das glaube ich nicht, nur das eine Mal, nicht immer. Einmal geht es mir auch immer gut. Wir können nachher noch eine Pizza zusammen essen. Wenn du eine Pizza nicht, aber Pasta, ich meine, abends ja. Pasta ist doch herrlich. Wozu, ja, du hast sicher wozu? Auch irgendeine Art von Trick. Vielleicht ja, ist bitte, Inge klar. auch nur das eine Mal am Tag, das geht ja auch. Also ich morgens um 4 nach Hause kommen und schön denken, so auf dem Weg nach Hause, geil, ich habe noch Fleischsalat und so. Gibt's das nie? Also Fleischsalat gibt's noch eigentlich in Miami. Nein, Fleischsalat gibt's leider nicht, sonst würde ich den wahrscheinlich auch essen nachts. Ja. Aber ich meine, ich bin jetzt 45 und Alfred Biolek hat mal gesagt, das Leben ist gerecht, jeder wird älter. Und wenn du mal in meinem Alter bist, wirst du wahrscheinlich auch aufpassen, wann du deine Pommes isst. Dann machst du auch so ein Buch. Das werde ich dann auch kaufen. Oder ich mach's wie Alfred Biolek, ne? Einfach immer vorher ein Weinchen und dann. Ne? Welche Rolle spielt denn, wo wir gerade beim Trinken sind, dieser geheimnisvolle Algengemüsesaft, den Sie jeden Morgen zubereiten? Den mache ich mal morgens und mal nachts. Macht der gesund. Muss man denn auch vor 6 Uhr trinken? Giovanni, jetzt etwas Ernsthaftigkeit. Morgens um 6. Ihr müsst echt alle mal bei mir zu Hause. Bei mir morgens ist wirklich schon was los, wirklich. Also es ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht wirklich so Fahrt bei uns, sondern es ist einfach eine Angewohnheit, die ich gemacht habe. Meine Kinder sind sehr lange in der Schule. Die kommen irgendwann zwischen 3 und 4 nach Hause erst. Und dann habe ich ihnen schon meinen Porridge gegeben und den Gemüsesaft. Und sie haben so das, was ich so kontrollieren kann, haben sie dann schon gegessen. Und dann haben sie so wie so ein Auto voll tanken, dann sind sie bereit. Und stimmt es, dass Ihre Kinder noch nie im Leben Cola getrunken haben? Aber die haben sonst alles andere, deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Aber wie kommt das? Weil Cola auch schlecht ist für den Organismus oder weil Zucker drin ist? Oder warum? Es war so ein bisschen, dass ich dachte, dass es auch okay ist, wenn man nicht alles hat und nicht alles kann. Und natürlich ist Cola jetzt nicht so toll für kleine Kinder. Und irgendwann war das wirklich so, dass sie gesagt haben, wir wollen das nicht. Und die essen aber alles andere. Insofern ist das... Es war bei uns auch so. Ich durfte keine Cola trinken und keinen Fernseh gucken. Schau mal, was daraus geworden ist. Ja, ich weiß schon. Aber ich hatte auch keinen Fernseher. Und das mit der Cola, das haben sie inzwischen, das wollen sie selber. Das war am Anfang so. Der Elias hat auch sein erstes Eis erst mit 8 gegessen. Ich war sehr, sehr streng. Denn natürlich beim zweiten Kind alles schon wieder eingerissen. Aber die Cola haben sie sich jetzt selber ausgesucht. Wobei Elias neulich behauptet hat, er hat im Dunkeln im Kino neulich aus Versehen einen Schluck genommen von seinem Freund. Aus Versehen. Und der Noah glaubt ihm das nicht. Und hatte er ein schlechtes Gewissen? Ja, nein, das ist bei uns einfach so eine Tradition, dass die Kinder keine. Und wenn ich dann eine trinke, wäre ich angeguckt, als wollte ich mich umbringen. Cola-Polizei zu Hause. Verstehe. Es gibt Menschen, finde ich, die haben ein richtiges Talent zum Glück. Die beneide ich auch sehr, weil die haben nicht nur die Eigenschaft, dass sie sowas anziehen, Glücksmomente, sondern, das finde ich besonders wichtig, sie bemerken sie auch. Während viele Leute erst viele Jahre danach merken, was war das für eine glückliche Zeit. Ja? Exakt, exakt. Und dann so kriegt man nur den Nachgeschmack von Glück zu kennen, aber nie Glück selbst. Deshalb, also zwei Dinge dazu. Das eine ist, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, Titel habe ich vergessen, Autor auch, ein Amerikaner, ein Zellbiologe, der sagt, wenn du ein bestimmtes Ziel hast oder also eine Glücksvorstellung von deinem persönlichen Glück, dann würde das in jede Zelle des Körpers, also es war jetzt keine esoterische Firlefanz, sondern wirklich ein Zellbiologe, der sagt, jede Zelle des Körpers wird so programmiert, die Antennen auszufahren und Frequenzen aufzunehmen, die du sonst nicht wahrnimmst. Das heißt, du kannst die Realität zwar nicht erzwingen, also kannst dem Tsunami nicht entkommen, wenn er kommt, kann dann alles wieder kaputt machen, aber du würdest wahrnehmen, ach, das sind Menschen, die meinen es gut mit mir. Das, irgendwie, das ist, ah ja, und das ist was ich gut finde. Und du gehst in die Richtung des Glücks. Und der zweite Punkt, würde ich sagen, ist, der Beruf, wenn man ihn mag, wenn man ihn liebt, so wie ihr mit der Musik oder wir mit dem Journalismus, und ist ein großer Teil vom Glück, ganz ohne Frage. Aber er ist nicht das Glück, sondern das Glück ist noch ganz viele andere Dinge. Und das Glück ist auch, bin ich überzeugt davon, Glück wollen. Also, dass man sich entschließt, ich will glücklich sein, ich will das Glück. Man kann es nicht erzwingen, die äußeren Umstände, aber man kann sich selbst entschließen, ich möchte hauptsächlich die Dinge wahren. Man umgibt sich mit anderen Menschen dann auch. Ich habe mich lange Zeit, als ich jung war, mit Menschen umgeben, nur zynisch, nur, oh, wie bist du denn drauf? Und irgendwann habe ich das gelassen und gesagt, auf Wiedersehen, ich ziehe weiter. Und also, man umgibt sich dann mit Menschen, von denen man weiß, die mögen einen und wollen meins gut mit einem. Man muss das Glück wollen, aber ist es vielleicht auch, also stimmt dieser Satz, dass es mit den Tüchtigen ist? Oder würdet ihr sagen, wir sind einfach vom Glück geküsst und sind Sonnenkinder und deswegen klappt es bei uns so gut? Denn ihr tut ja auch ganz schön viel dafür. Ihr seid sehr diszipliniert.
Also ihr arbeitet viel. Ja, also schon alleine jetzt die letzten Sätze hier in der Runde waren ja schon super interessant. Ne? Das Glück hat unglaublich viele Facetten, unglaublich viele Seiten. Und ich glaube, wir könnten jetzt hier Stunden sitzen und darüber diskutieren. Natürlich würde ich sagen, es gibt... Wir hatten unglaublich viel Glück. Wir haben eine tolle Familie, wir haben tolle Eltern, tolle Geschwister, die uns immer mit der Musik unterstützt haben. Wir haben viele tolle Leute gehabt, die uns die letzten Jahre auch immer beiseite standen, die uns geholfen haben und die das auch nicht möglich gewesen wäre. Aber natürlich, wie das so ist, du musst das Glück natürlich auch wollen. Ne? Du musst Spaß haben an dem, was du machst und du musst Musik machen wollen. Du musst auf die Bühne gehen wollen und Konzerte spielen wollen. Das hat natürlich auch ganz, ganz viel mit dem Willen zu tun und natürlich auch mit dem, ja, so ein bisschen, klar, wir haben auch viel gearbeitet und haben uns auch viel bemüht und haben viel probiert und versucht und viel gespielt. Und dann hat man am Ende das Glück, dass es geklappt hat. Es hätte aber auch genauso andersrum sein können. Also, aber ihr fühlt euch ja auch glücklich dabei auf der Bühne. Ja, na klar. Obwohl es viel Arbeit ist. Ja, na klar. Ne? Und das macht es, glaube ich, aus. Ja. Wenn man sich in einem Job wohlfühlt, dann, ich glaube, dann verbreitet man auch dieses Glücksgefühl und gibt es weiter auch an Leute, die unten stehen, die euch zuhören. Ja, genau. Also ich glaube, es ist genauso, wenn man hier die Leute in der Runde fragt, habt ihr gerade viel Stress oder seid ihr viel unterwegs, würden alle sagen, ja, aber es ist positiver Stress vielleicht, weil man das eben gerne macht, was man macht. Jan Delay, wie viel Glück gehört denn dazu, als Musiker Erfolg zu haben? Gar keins. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich irgendwas sage. So. Weil, nee, ich wollte die beiden in Schutz nehmen, weil das Ding ist, das hat nichts mit Glück zu tun, dass die da sind, wo sie sind, weil die reißen sich den Arsch auf und die sind gut in dem, was sie machen. Und wenn sie das nicht wären und nicht tun würden, dann würden sie auch nicht hier sitzen. Und es gibt immer dann viele, die sagen, ja, ja, das ist ja nur Glück, weil wir machen das auch seit 14 Jahren und bei uns geht nichts. Ja, aber bei euch, ihr habt einfach keine gute Musik, ihr könnt keine Menschen ansprechen, ihr könnt niemanden mitreißen. Und das hat dann nichts mit Glück. Also das genau, was sie gesagt hat, ist genau richtig. Das Glück ist, dass sie tolle Eltern haben, tolle Familien oder Freunde oder ein tolles Umfeld. Das ist Glück. Aber daraus dann was zu machen und zu dem zu werden, was sie sind, das sind nur sie selber. Und das ist nur, auch wenn das sich eklig anhört, aber das ist Leistung. Und wenn man sie dann so kennt, wie sie sind, und das dann in Kontext bringt mit der Musik, dann weiß man das erst richtig zu schätzen. So. Und, Herr Turner, es gibt viele Leute, die checken das nicht. Die denken, das ist irgendwie was Aufgesetztes, Vorgekochtes, keine Ahnung, von anderen Leuten diktiert ist, mach doch mal so oder mach doch mal so, aber die machen das alles selber. Also egal, ob wir haben ihm nichts dafür gegeben. Ja, Nelson, wir sollten vielleicht erstmal transparent machen, dass wir beide uns gut kennen. Wir haben zusammen Silvester gefeiert, also nicht nur wir beide, war auch noch mein Mann dabei und noch ein paar andere Leute. Genau. Und du kamst in den Raum, ich weiß es noch wie heute, mit einem Honigkuchengesicht. Du hast gestrahlt, weil du quasi gerade den Stern verliehen bekommen hattest, kurz zuvor. Erzähl uns, wie das war. Hast du mitbekommen, als die Tester im Restaurant waren? Teilweise ja. Teilweise hat man es mitbekommen und man fiebert natürlich auch so ein bisschen. Und naja, das darf ich jetzt eigentlich hier nicht erzählen, aber mach mal. So Kollegen rufen sich auch schon mal an und sagen, ja, gestern da war ja einer da, ich glaube, der war von Michelin, so musst man ein bisschen gucken und so. Echt? Man unterstützt sich dagegen, sag ich. Dachte, die Konkurrenz wäre so groß, dass man es extra nicht erzählt. Manche unterstützen sich, ja. Ah, verstehe. Okay. So, und ja, also wenn die dann zu zweit reservieren, aber dann alleine kommen, dann ist man natürlich schon so ein bisschen wach und man beobachtet ja sowieso, man ist ständig unter Spannung und unter Strom, was im Restaurant passiert, wie die Gäste das finden, ob sie gut drauf sind, wie sie das Menü aufnehmen. Und die Antennen sind einfach ständig geschärft, um wirklich alles zu checken, auch ob ein Tester kommt. Jetzt hast du den Michelin-Stern und viele denken wahrscheinlich jetzt mit so einem Stern, das ist die Lizenz zum Gelddrucken, aber das ist, glaube ich, gar nicht so, oder? Nee, also wenn man sich entscheidet, sozusagen diese Art von Küche zu machen, sein Brot selber zu backen und Pralinen auch selber zu machen und wirklich von, keine Ahnung, alles selber zu machen, dann heißt es einfach, dass man viel Zeit braucht, viel Manpower auch braucht oder Frauenpower, wie auch immer. Und dass man, ja, das ist einfach mit hohen Personalkosten verbunden. Und wenn die Mitarbeiter... Wie viele Leute hast du? Also in der Küche... 8, 9 Köche immer so und 5 im Service. Und ich habe nur gerade mal 40 Sitzplätze ungefähr. Wow. Und das ist dann, dafür ist es schon sehr, sehr viel. Ja. Und ja, das ist einfach, die Personalkosten, aber auch die Zeit, die meine Köche investieren, ist mehr als das, was jemand sagt, ich mache nur so einen normalen Job oder so investiert. Und das ist dann eigentlich nicht
ich sag mal so, wir machen schon, haben schon schwarze Zahlen am Ende des Jahres, mhm. aber gemessen an der Arbeit, die man dafür macht, mhm. Da kann man auf jeden Fall was anderes machen. Ich glaube, mit einer Currywurstbude kann man mit weniger Personaleinsatz und mit weniger Wareneinsatz entweder genauso viel oder mehr Geld verdienen. Du sagst es immer, meine Köche. Ist es denn so, dass du dann jetzt eher in einer Managementfunktion bist, weil du das große Team einfach leitest, weil du Publicity-Aufgaben auch wahrnehmen musst? Mhm. Oder bleibt man als Sternekoch wirklich auch selbst am Herd stehen? Mhm. Nee, das ist, also soweit es geht natürlich schon. Mhm. Ich meine, heute ist Freitag und mein Restaurant ist schon auf. Ja, und ich habe noch eine Veranstaltung in der Kochschule. Und klar, da bin ich halt nicht da. Und deshalb, aber mein Team arbeitet halt sehr, sehr gut. Aber dass es eben auch so ist und dass die auch zusammenbleiben und so, muss man halt einfach schon am Start sein, rund um die Uhr. Halt irgendwie sind auch viele Aufgaben auf mich zugekommen, die ich vorher noch nicht kannte und wo ich auch festgestellt habe, dass es eben nicht reicht, um ein Restaurant zu leiten oder auch in der Ebene ein Restaurant zu leiten, nur Koch zu sein, sondern bin dabei, sozusagen das Management auch gerade zu lernen. Also das ist ein Prozess, in dem ich mich befinde und es gibt nichts Schwierigeres, als mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist noch, ja, das ist schön, aber das ist schwieriger, als, sage ich jetzt mal, einen Teller schön anzurichten. Aber alle zusammenzuhalten, dass sich auch alle gut fühlen oder zufrieden sind, wie auch immer, das ist, ich finde, das ist schwer. Ich finde, Herr Mädel, wir haben Sie heute Abend noch nicht hinreichend gewürdigt. Ich weiß, was kommt. Ja. Weil, also das ist auch kein Witz, Sie haben Schmerzen. Ja. Ja. Sie sind nämlich Opfer eines Zahnarztbesuches heute geworden, bei dem Sie zwei Zähne verloren haben. Ja, ich versuche es kurz zusammenzufassen. Mhm. Ich habe also in letzter Zeit, ich habe drei neue Folgen von dem Tatortreiniger gedreht und habe da schon gemerkt, unter den Kronen stimmt irgendwas nicht. Aber keine Zeit gehabt, das kontrollieren zu lassen. Das habe ich heute Morgen machen lassen bei Frau Dr. Finkelau in Hamburg am Rathausmarkt Nummer 1. Schön, dass wir keine Werbung machen dürfen. Für eine Zahnärztin kann man das mal machen, finde ich. Die ist nämlich ganz toll. So. Und die hat dann die Kronen runtergemacht. Das macht nichts, weil wir nennen dann andere Zahnärzte. Das ist gut, dass sie toll sind. Ja, haufenweise Zahnärzte, überall. Ja. Nicht nur in Hamburg. Mhm. So, und dann wurden die Kronen runtergemacht und was da drunter war, war halt nicht schön. Und dann wurde ich zur weltbesten Kieferchirurgin geschickt. Auch am Rathausmarkt? Nee, die ist am Jungfernstieg, so, okay. Nummer 7. Und da wurden mir zwei Zähne gezogen. Ja. Ja, und das ist wirklich nicht lustig, weil Sie saßen da mit Eiskühlern. Und Sie wollten eigentlich gar nicht kommen, ne? Ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass meine Sprache noch undeutlicher ist als sonst und dass mir die Backe schwillt und dass ich aussehe wie Mommsen oder so. Das ist so billig. Ja, der ist rückt hier einen Behindertenbonus an, ja? Wunderbar. Ja, nee, was war die Frage? Sie haben ja auch zusammen mal gedreht. Wie ging denn das eigentlich? Super, ich habe den verhaftet. Ja. Nein, das war schwitzig. Ich bin ein großer Fan von diesem wahnsinnigen Understatement, was Bjarne macht. Und als er bei uns auftauchte, war einfach nur, wow, was haben wir denn jetzt schon wieder hier im Cast? Aber er hat sehr gezögert, die Rolle anzunehmen, habe ich gehört. Damals? Ja. Nee. Doch, weil Sie sagten, Sie sollten eine Rolle spielen, da sollten Sie schräg aussehen. Und Sie haben gesagt, was nee, ist... Nee, ja, jetzt weiß ich. Ich habe auch Sachen verdrängt schon. Ja. Es stand im Drehbuch ein sehr langer, dünner, hagerer Typ. Täter. So Täter. Täter, ja. Also, Sie, ja. Und ich habe gesagt, ich bin... Vater sagt, er war es nicht. Er war es nicht. Er hätte aber gepasst. Aber bei mir, ich war halt, ich bin halt klein und nicht hager und dünn und habe dann den Regisseur gefragt, ob das wichtig ist, weil ich wüsste nicht, wie ich das hinkriegen soll, lang und dünn. Und dann habe ich mir zwei unterschiedlich farbene Kontaktlinsen zu tragen, weil das so eine schräge, dachte ich mir, einen schrägen Eindruck gibt. Was hat der denn und so? Hat's auch, aber man hat es nie gesehen. Ja. Also das Licht wurde so gesetzt, dass man das nicht gemerkt hat. Aber ich habe mich gut gefühlt. Aber in den Drehpausen war es eine große Unterhaltung. Ja. Er. Ja. Er konnte das eine Auge so drehen, glaube ich. Kannst du das vorstellen? Ja, das ist, oh! Was war das denn? Ja. Oh. Nicht schön. Der atmet da auch durch. Naja, das ist ja das Typische, was man... Aber das wollte ich ja gar nicht zum Thema machen. Die Zähne waren ja wichtig. Die Zähne waren wichtig. Also Dr. Babette Klein heißt meine Kieferchirurgin. Und über die Frisur wollten wir noch sprechen, weil das haben Sie sich explizit gewünscht. Ja, das ist immer so, man wird gefragt, was haben Sie denn noch für Themen? Und dann fiel mir ein, Frisur. Aber warum, weiß ich nicht.
Gut, ich frage einfach mal nach, vielleicht kommen wir dann drauf. Schneiden Sie die Haare selber? Ja, ich wollte die noch schneiden, aber ich hatte keine Zeit. Wir waren ja heute schon um 13:30 hier und um 22 Uhr ist die Sendung. Da kann man sich ja vorstellen, dass da ziemlich wenig Zeit für mich geblieben ist, damit ich mir die Haare schneide. Ich hatte auch keine Zeit, in die Stadt zu gehen. Ich wollte in die Stadt gehen, ich wollte Seegras-Pfannenreiniger kaufen. Die gibt es ja auf dem Markt. Aber habe ich nicht hingeschafft, weil ich habe es nicht gefunden. Ich bin, glaube ich, in die falsche Richtung gegangen. Es hat geregnet und dann war ich ein Backfisch essen. Super. Das sind so Geschichten. Das sind Geschichten, die bleiben. Super Geschichten. Aber aus diesen Geschichten, die jetzt banal klingen, da mache ich ganze Bühnenprogramme zum Beispiel. Ja. Mit Musik aber auch, mit Musik, Texte, alles. Abendfüllend. Abendfüllende oder auch mehrere Tourneen füllen. Ja. Also ich bin jetzt ab nächster Woche wieder auf Tournee. Ich freue mich da unheimlich drauf. Mal sehen, wie es 3 Tage später aussieht. Aber die Tournee führt mich durch viele Städte, aber auch Dörfer. Und ja, was soll ich dazu sagen? Du hast eben gefragt, was hast du noch mal gefragt, wie das aussieht, so ein Programm, ne? Das ja, das habe ich vorhin gefragt. Ja. Gerade habe ich noch mal nach der Frisur gefragt. Aber wir können auf ja, ich wollte jetzt von der Frisur ablenken, weil ich fühle mich heute nicht so wohl. Gut gestylt. Weil ich war ja im Regen und dann habe ich mich danach gekämmt. Und das ist dann unwiederbringlich verloren. Die Regenlöckchen sind dann wieder weg. Und das ist wirklich kompliziert, als großer Star eine Frisur, sagen wir mal, anbieten zu können. Die so hält, die so hält, ne? Die unterhält. Ja. Die muss unterhalten, die muss wegweisend sein. Also, und die Frisur muss hält. Bestehen. Die muss unvergesslich sein. Ja, wie bei Kathi Witt, ne? Wie diese Frisur beim Sieg. Bart? Mit dem was? Bart? Welcher Bart? Ich frag nach dem Bart. Ich hab mich eben noch rasiert. Ich habe hier so einen Schnurriss, ja, habe ich hier. So. Der ist etwas zu lang. Ich wollte noch mit der Schere ein bisschen kürzen. Aber die Verletzungsgefahr ist so hoch. Ja, erstmal das. Was war das nochmal? Die Verletzungsgefahr ist so hoch. Verletzungsgefahr ist groß. Ja, und dann habe ich mal gedacht, jetzt bin ich mal im Fernsehen. Da lasse ich die mal so ein bisschen wachsen, da bin ich mal völlig verrückt. Wobei ich muss aber echt sagen, also ich finde Latein bei weitem nicht so toll wie Altgriechisch. Altgriechisch finden Sie viel toller. Absolut, das absolut. Das ist das Trauma meines Lebens. Ich war auf dem altsprachlichen Gymnasium, ich bin an dieser Sprache gescheitert. Tatsächlich? Ja. Sie gucken so wie. Sie gucken wie auf ein Insekt, ja? Ein komisches Insekt. Nein, es tut mir leid, das ist halt irgendwie meine eigene Verblendung. Ich meine, ich habe eh schon ein paar Mal erzählt, ich habe jetzt seit Jahren irgendwie es nicht mehr geschafft, mich in einen Mann zu verlieben, der nicht Homer gelesen hat. Ja, also das verstehe ich. Ja. Ich weiß auch nicht. Ist denn der Kreis, der dann übrig bleibt, groß? Nein, nicht unbedingt. Naja, doch schon. Also ich meine, vor allem seit es ja diese Troja-Verfilmung gegeben hat, behaupten zumindest viele, sie haben Homer gelesen. Und das kann man dann noch schwer überprüfen, weil sie wissen, es geht eigentlich um Achilleus und nicht um die Zerstörung der Stadt unbedingt. Sie sollen angeblich mal eine Lateinarbeit, die auf 2 Stunden angesetzt war, in 6 Minuten bewältigt haben. Ja. Als ob es das normal ist. Das ist völlig der Welt. Für den Mann. Da habe ich mich natürlich gefragt, waren Sie ein Typ, der jemals irgendwen hat abschreiben lassen? Naja, ich war deshalb so schnell fertig, um sie dann nochmal zu schreiben und die eine Version auf der Toilette zu deponieren. Haben Sie wirklich gemacht? Das haben wir so gemacht, ja. Ja, ich bin halt dann einmal damit aufgeflogen. Das war dann irgendwie weniger gut, aber ich habe es dann trotzdem weitergemacht. Also, wie gesagt, ich finde halt, Latein ist so eine Sache, aber Latein ist, finde ich, einfach nur so ein Durchgangsforum zum Griechischen. Und wenn man das halt nicht passieren will, dann will man es nicht. Völlig klar. Markus Lanz war auch auf dem humanistischen Klosterschule. Ich habe aber nichts auf dem Klo deponiert. War mehr der Abschreiber oder der Abschreibenlasser? Beides in verschiedenen Phasen meines Lebens. Haben Sie Altgriechisch bewältigt, ist mein Ernst? Ja, also ich kann das verstehen, was Sie sagt. Ich finde vom Klang her Altgriechisch sehr viel schöner als Latein. Und ich habe dieses, so ein paar Geschichten, ein paar Verben habe ich immer noch so im Hinterkopf sitzen. Mhm. Da nickt einer. Ich fahre mein Fahrrad der Pharosin. Ranga, wir haben in der Vorbereitung der Sendung gewettet, ob sowas kommen könnte von Ihnen.
Das Ergebnis war, hat die 10 das, Euro verloren. Das kann nicht mal Ranga, aber stimmt doch. Nicht. Der kann das. Pedoe zum Beispiel. Aber um mal etwas das, Normalität das Erziehen, reinzubringen. Ne? Ja, nein, Sven, ist das Einzige, was ich mal kann. Normalität, ich finde schon, also jetzt muss man wirklich mal eine Lanze brechen. Das natürlich. Man, nein, das hat man im deutschen Fernsehen selten. Ja, bei 3 nach 9 geht hast alles. Hast du Homer gelesen? Ja. 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 Und er will mit Ihnen ins Gespräch kommen, merken Sie das? Ja. Da geht noch was. Nein, aber ich glaube, wenn man sich wirklich mal Homer oder überhaupt die alten Griechen durchliest, merkt man, dass diese Grundstruktur, die es heute in modernen Hollywood-Filmen gibt, na klar, das ist alles 1:1 eigentlich übernommen. Und es gibt diese ganz tiefen, ich sag mal, wirklich so menschlichen Dramen, Tragiken, Liebe, das ist alles verdichtet da. Also das ist grandios und das ist der Grund, warum es seit 2600 Jahren hält. Judith wollte gerade die Sendung wieder ein bisschen erden. Das ja, ich wollte sie so ein bisschen erden, indem ich Sven Lorik frage, wie oft er durch seine Lateinprüfung gefallen ist. Ja, ich habe es in der Schule geschafft, mit viel Liebe der Mitschüler. Ich habe viele gehabt, die mir was... Das ist keiner, der gerade randaliert, sondern das ist Gottfried. Wer gerade auf Griechisch Dinge zuruft und ja. Wer antwortet in fließendem Altgriechisch? Der Tonandron fehlt im ersten Mal. Entschuldigung, ich habe lange Nachhilfe unterrichtet, das ist so eine Krankheit, das muss ich noch abschalten. So, jetzt können selbst Sven und ich keine Normalität mehr reinbringen. Aber ich bin an der Uni, bin ich ernsthaft 12 Mal durchgefallen und im 13. Versuch, weil ich dann meinen alten Schullateinlehrer noch mal aktiviert habe, Herr drüber auf Wolke 7, vielen Dank. Der hat es geschafft, mich so fit zu machen, dass ich gerade halbwegs im 13. Durchgang da durchgekommen bin. Aber ich meine, über die Schule, über das Schulsystem und die Universität in Nordrhein-Westfalen wird einiges Böses erzählt. Aber dass man eine Prüfung 12 Mal machen kann, das habe ich noch nie gehört. Doch, weil das war das Schlimme. Man durfte es pro Semester 3 Mal machen. Und das war mein Untergang. Hätten die von vornherein gesagt, 2 Versuche, dann ist Ende im Gelände, hätte ich mich vielleicht sofort hingesetzt, was getan. Aber ich bin so dermaßen da durchgerauscht. Also wir können heute Abend, also das wird nichts mehr. Würden Sie Jürgen Markus empfehlen, stand diese Woche in den Zeitungen auch pleite, Wohnzimmerkonzerte zu geben? Ja, oder von mir aus die Mücken abzukratzen an den Tankstellen der Autobahnen. Es ist egal, was sie machen, die Hauptsache, sie machen was. Ne? Und ich muss sagen, diese Sache mit dem Wohnzimmer ist das Größte, was ihr euch vorstellen könnt. Ist das so ein bisschen so ein Erlebnis, wie wir gerade auch gehört haben von der Fußgängerzone, dieses Unmittelbare? Nicht so richtig, weil man ja, wird ja schon gebucht. Ja, ne? Die wollen doch, einen. Also es ist ja, Entschuldigung. Es ist ja immer nur einer, der mich... Also die Frau hat einen Kerl, der steht auf Gabriel. Der Kerl ist Baggerfahrer und der hat Geburtstag. Das ist eine wahre Geschichte? Ja, nur eine ja, von 1200. Ich habe 1200 Mal, ich höre überhaupt nicht auf, bis ich tot bin. Aber es ist einfach großartig. Es sind sehr viele Tränen geflossen, sehr viele Männerumarmungen und großartig. Also die Frau hat mich gebucht, klingelingeling, der hat Geburtstag, ich die Gitarre, Happy Birthday. Das ist ein Double, das ist niemals der Gabriel. Ja? So geht's schon mal los. Ne? Jetzt ist er aber nur ein Fan. Und die anderen sitzen im Wohnzimmer und denken, was ist das für ein Arschloch da? Ja? Jetzt muss ich die ja auf meine Seite kriegen. Ja? Und das gelingt der alte mir Kampf. Also ja, ja, aber ich meine, das ist natürlich auch großartig. Das ist das Große. Jetzt habe ich natürlich ihm gegenüber einen Vorteil, weil ich ja schon mal sozusagen so ein Star war. Sozusagen, ne? Ich habe mich nie so gesehen, aber sagen wir mal, die kennen mich eigentlich alle. Aber haben auch sehr viele Vorurteile. Menschen hier in Deutschland haben Vorurteile. Da wird dir schlecht. Ich habe unter meine Finanzverluste nicht so sehr gelitten als unter den Vorurteilen der Leute. Die was gesagt sind das haben, denn für Vorurteile? Da kommt dieser Pleitegeier Gabriel. Lass uns schnell auf die andere Straßenseite gehen. Ja? So ungefähr. Das war ganz bitter. Oder in der Straßenbahn. Wieso fährst du hier Straßenbahn? Bist du pleite oder so? Das ist das Schlimme. Ne? Aber die, das Geld, das, was ich verloren habe, war gar nicht so schlimm. Die dich gebucht haben für die Wohnzimmerkonzerte, waren das dann immer Leute, die wirklich wollten, dass du singst? Oder waren da auch weibliche Fans dabei, die was ganz anderes wollten? Wo das Wohnzimmer plötzlich ganz leer war? Sehr gut, dass du das erwähnst. Ja. Schwarze getroffen? Aber nebenbei gesagt, also ich finde es klasse, dass du das sagst. Ich habe auch wirklich schon überlegt, ob die nächsten 10 Jahre nicht Wohnzimmertouren machen, sondern Schlafzimmertouren. Oh Gott. Weil wirklich, es gab auch einige Frauen, die gesagt haben, darf ich dir erstmal mein Schlafzimmer zeigen? Ich sagte, ich bin kein Callboy, ich bin ein Cowboy. Und einige haben dann auch schon mal meine Hand genommen und gesagt,
fass doch da mal so rein. Oder so, ja. So, das ist natürlich großartig, sowas auch. Also, das droht dir jetzt nicht bei mir, versprochen. Aber jetzt, wir lachen jetzt darüber, aber ich habe jetzt vor zwei Tagen einen Anruf gekriegt von einer Frau und da kommen mir die Tränen noch. Ihr Mann liegt in einem Wachkoma und er ist ein großer Fan von ihr gewesen. Und sie hat mich gefragt, ob ich da hinkomme. Da habe ich gesagt, für dich umsonst. Ich bete, dass er wach wird. Das wäre die Sensation. Dass ich mit meiner Brüllstimme den wirklich, hey Boss, wir brauchen dich noch, oder so irgendwie. Und da, großer Gott, du bist es. Sie haben vor kurzem erst, also es ist keine Geschichte, die lange zurückgeht, auf Boris Becker eingehackt. Ach, das ist jetzt wieder auch was ganz komplett. Also wir hauen hier wirklich nur die etwas schwierigen Themen raus. Aber das hat ja eine andere Vorgeschichte. Und auch dazu möchte ich eigentlich auch nichts sagen. Also weil einfach... Man muss dazu sagen, die Invektiven von, ihre Invektiven und die Antwort von Lilly Becker waren so, dass die Bunte unter genüsslicher Zitierung aller schlimmen Sätze zur Mäßigung aufgerufen hat. Wer hat zur Mäßigung aufgerufen? Die Bunte. Die Bunte? Ja. Das sollte man ernst nehmen, weil die sind auf jeden Fall das Medium Nummer eins. Wenn die was sagen, dann muss es auch stimmen. Die fanden auch Gutenberg gut und auch viele andere so Leute. Also, nein, das ist ja, ob die Bunte das jetzt sagt und zur Mäßigung aufruft, das muss einem relativ egal sein. Mit Boris Becker gibt es nochmal eine andere Geschichte oder sowas halt. Aber das ist halt einfach auch da zu einfach. Okay, lassen Sie uns über Positives reden. Als was möchten Sie denn gesehen werden, wenn Sie sagen, das sind alte Kamellen, die haben heute nicht mehr so viel mit mir zu tun? Was heißt alte Kamellen? Es ist einfach, man muss einfach aufpassen, was man sagt. Sie haben jetzt halt aus dem Spektrum von den letzten 8 Jahren nur die negativen Sachen rausgefiltert. Aber vielleicht sind sie für Sie gar nicht negativ. Nee, sind jetzt schon tendenziell eher die Sachen, wo es eine Klage gab oder irgendwas anderes. Aber ich bin in meinem ganzen Leben ein einziges Mal verklagt worden. Das war halt da, ist ja jedem sein freies Recht. Umgekehrt könnte ich genauso irgendwie 20 Leute verklagen und mach's aber nicht. Aber ist es jetzt nicht so, dass ich sage, ich ändere mich, aber es gibt einfach Sachen, man wird ja auch irgendwie älter. Man ist jetzt, sage ich mal, aus der Viva-Generation, wächst man jetzt langsam raus. Mhm. Man hat jetzt irgendwie selber Kinder, man hat, ist irgendwie verheiratet. Man überlegt sich jetzt auch schon mal im Fernsehen, was man sagt, auf was wird das Kind wohl mal später in der Schule oder im Kindergarten angesprochen oder auch von den Eltern. und da gibt es schon genug Clips bei YouTube, die ich mal später erklären muss. Aber jetzt macht man sich halt noch mal so ein paar andere Gedanken. Sie wecken die Neugier von Frau Schumacher. Nein, gar nicht. Ich wollte einfach nur wirklich bestätigen, das war wirklich eben mein erster Eindruck. Da ist wirklich wahrscheinlich ein ganz harmloser, netter Kerl. Und der hat halt eben seine Pubertät ein bisschen weit rausgezogen. Und, ich meine es nicht böse. Nein, das war absolut positiv. Ja, eben. Ich bin die Einzige, die spricht über Sie. Sorry. Quatsch. Nee, da gibt es noch genug andere. So schlimm ist es auch nicht. Also machen Sie sich keine Sorgen. Okay. Ich bin nicht das personifizierte Böse. Also da gibt es noch genug andere. Aber wer ist denn in der Showbranche das personifizierte Böse für Sie? Für mich? Hm? Ach, das ist schwer jetzt zu sagen. Also es gibt halt einfach Kollegen, die halt nur über Zynismus laufen. Und das hat halt eine gewisse Haltwertsdauer. Dann irgendwann ist aber auch mal vorbei. Aber Sie sagen nicht, wenn Sie meinen jetzt gerade. Sie können ja raten und dann kann ich ja sagen. Ich bin wie Frau Schumacher, ich kenne mich nicht so gut aus. Ach doch, das glaube ich schon. Aber ich wollte hier nochmal sagen, also es ist halt so vor der Kamera, man macht einfach ein paar Sachen mehr. Gerade in so einer Anfangsphase, das ist ja bei vielen, die irgendwie ein bisschen größer werden. Also das ist vor der Kamera, bin ich da tendenziell hemmungsloser, da würde ich auch alles Mögliche machen. Und hinter der Kamera ist das natürlich nochmal etwas entspannter. Schön ist, wenn man immer Mensch bleibt. Ja, das ist ein sehr schöner Satz. Als Comedian schwierig, aber man versucht es. Erzählen Sie uns doch jetzt mal, warum Sie Schönheitschirurg geworden sind. Was waren die Motive? Ich habe überlegt, wo kann man am schnellsten richtig reich werden? Und das war einfach... Bravo, ehrlich. Ja, ich würde aber gut, dass es zugeben. Naja, es war nicht ganz so. Man könnte mit anderen medizinischen Berufszweigen durchaus schneller, viel reicher werden. Aber... Ehrlich gesagt, ergab es sich so. Also während des Studiums habe ich, wie viele andere Studenten und viele andere Freunde auch, eigentlich jedes halbe Jahr, so jedes Semester, einen anderen Wunsch gehabt. Mal wollte ich Kinderarzt werden, dann doch wieder Dermatologe, dann doch wieder Radiologe, dann fand ich Kardiochirurgie höchst interessant. Und am Ende des Studiums habe ich beschlossen, ich möchte mit Dermatologie beginnen und operativer Dermatologie. Und ich hatte das Glück, dass mein damaliger Oberarzt schon mit ästhetischer Chirurgie begonnen hat.
und mich für dieses Thema interessiert hat. Und ich war Feuer und Flamme und muss sagen, es ist genau das Richtige für mich. Was sind die meist durchgeführten Eingriffe derzeit? Eigentlich, das ändert sich im Laufe der Zeit. Als ich begonnen habe, gab es vor allem operative Eingriffe. Im Laufe der Zeit haben sich die Angebote, die Möglichkeiten verändert. Das heißt, heutzutage operiert man nicht mehr so viel wie früher. Mhm. Zumindest nicht, wenn man moderner Arzt ist, sondern man bietet mehr Behandlungen nicht operativ an. Und die nicht operativen Behandlungen, angefangen von Spritzenbehandlungen oder auch Behandlungen mit Lasern oder Radiofrequenz, Ultraschall, die werden immer populärer und das sind eigentlich die am häufigsten durchgeführten Behandlungen. Behandlungen ohne Operation, ohne Ausfallzeit, mit denen man natürlich weniger erreichen kann, aber eben auch meist ein natürlicheres Ergebnis erzielen kann. Behandeln Sie ausschließlich Menschen, die eigentlich gesund sind und sagen, mir gefällt meine Nase nicht, mir gefallen meine Augen nicht, meine Lippen sonst wie? Oder behandeln Sie auch Leute, die einen schlimmen Unfall hatten, vielleicht von einem Hund gebissen wurden, die Wange an der Seite fehlt? Oder? Wir behandeln bei uns auch Patienten mit medizinischen Indikationen. Eigentlich muss man sagen, dass die überwiegende Anzahl der Patienten zu uns kommen, medizinische Probleme haben. Das versteht man vielleicht im ersten Anlauf nicht. Aber wenn ein Mensch zum Beispiel ein Schlupflied hat, das so stark ist, dass dadurch das Sichtfeld eingeschränkt wird, dass das wie Scheuklappen auf den Oberlidern liegt, dann ist die Behandlung medizinisch indiziert, weil es das Sichtfeld einfach wieder öffnet. Wenn ein Patient zum Beispiel übermäßig schwitzt, also eine Hyperhidrose hat, die ganze Zeit unkontrolliert schwitzt und dadurch auch im Winter schwitzt und eher erkältet als andere, dann ist die Behandlung der Hyperhidrose medizinisch indiziert. Wir behandeln natürlich auch Patienten zum Beispiel Brandopfer, Patienten mit Narben und so weiter. Insofern haben wir schon eine breite, durchaus eine große Bandbreite an Patienten, die wir behandeln, auch Patienten mit medizinischen Indikationen. War denn schon mal jemand bei Ihnen, wo Sie gesagt haben, der hat so einen skurrilen Wunsch, das möchte ich und kann ich dem nicht erfüllen? Es gibt tatsächlich sehr seltsame Wünsche. Es gibt Wünsche, die vielleicht auf den ersten Blick nicht übermäßig skurril erscheinen, aber bei näherer Betrachtung nicht erfüllt werden können. Zum Beispiel, Sie werden wahrscheinlich nicht zu mir kommen. Sie sind gut so, wie Sie sind. Sie möchten aus meinem Triple ein Doppelkind machen, oder? Nein. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen würden, ich möchte gerne die Nase von Britney Spears haben, dann müssten wir natürlich fragen, macht das wirklich Sinn? Passt das zu Ihnen? Ist das ein Wunsch, der wirklich nachgedacht, über den Sie wirklich nachgedacht haben? Solche Wünsche werden auch geäußert und solche Wünsche darf man natürlich nicht erfüllen. Ich habe damals den Sixpack nicht mehr ausgehalten, habe mir Fett spritzen lassen. Das hat gewirkt. Es ist angewachsen. Was das klappt nicht immer so gut. Jetzt kommt um die Nase von Waldemar Hartmann haben möchte. Das machst du, oder? Das kommt drauf an. Aber es gibt auch extrem skurrile Wünsche, die man, wo die Patienten dann wirklich wo wir dem Patienten nicht helfen können, sondern wo andere Hilfe gefragt ist. Ich habe zum Beispiel eine Anfrage bekommen, das ist aber jetzt schon ein extremes Beispiel, wo ein Patient kam, der sagte, meine Frau hatte einen Verkehrsunfall und bei diesem Verkehrsunfall hat sie 3 Zehen verloren. Ich möchte jetzt aus Solidarität, dass Sie mir auch 3 Zehen abnehmen. Oh Gott. Oh. Im weiteren Gespräch ergab sich, dass er sagte, er findet einen Fuß ohne Zehen sehr ästhetisch. Und wenn ich ihm, je mehr Zehen ich ihm abnehmen würde, umso begeisterter wäre er. Ich glaube, das mit der Frau war nur erfunden. Das ist natürlich ein Krankheitsbild. Da steckt ein nicht nachvollziehbarer Fetisch dahinter. Hat dich deine Mutter beraten früher, was deine Rollenauswahl angeht? Nee, meine Mutter wollte ja nicht, dass ich Schauspieler werde. Meine Mutter hat ja gesagt, mach bitte alles andere und als es dann warst, dann gab es ja eine lange Karriere, dass sie dann mal gesagt hat, mach das lieber nicht oder das ist gut für dich? Nö, überhaupt nicht. Im absoluten Gegenteil. Also meine Mutter war nun wirklich eine Schauspielerin, die mit Erfolg im Sinne von Ruhm, im Sinne von Geld oder so überhaupt nichts an den Hut gehabt hat. Da ging es um eine Diskussion, da ging es um eine Auseinandersetzung, da ging es um Inhalt. Uli und Hannelore werden genau wissen, worüber ich spreche. Das hat sich massiv geändert. Und meine Mutter hat ja eigentlich erst in Anführungsstrichen auf ihre alten Tage überhaupt sich mal dieser vielleicht ein Stück weit oberflächlicheren Welt des Filmemachens angenähert und gemerkt, dass das auch gar nicht so schlimm ist. Also nee, meine Mutter hat mich eigentlich immer nur, genau was du gesagt hast, immer nur unterstützt und mir immer nur Steine aus dem Weg geräumt, anstatt mir welche hinzulegen. Es geht sogar die Geschichte um, dass du ihr helfen musstest, ihren eigenen Erfolg sehr zu genießen, weil sie da auch Schwierigkeiten hatte. Ich musste sie davon überzeugen, dass das auch für sie gedacht ist. Meine Mutter hat auf eine ganz komische Art und Weise so ein Gen gehabt. Die hat gedacht, das ist nichts für mich. So, ich bin die Moni, ich spiele mein Ding hier und
hier ist meine Bühne und da ist mein Regisseur und Ruhm, nee, Geld, nee, Erfolg, Prominent, nee. Das ist nicht für mich, das ist für die anderen. Aber es war auch nicht kokett, das war wirklich das war hundertprozentig ernst gemeint. Und das war das, was du mit überzeugen meinst. Ich musste wirklich sagen so, ey Mama, das ist auch für, warum denn nicht? Probier's mal, das ist auch für dich. Und das war auch ganz toll, dass das in den letzten Jahren dann halt auch noch geklappt hat. Und das war auch für sie ein großer Genuss, zu sehen, dass Schauspielerei eben nicht immer, wie es eben auch wirklich oft zu der Zeit damals war, aus Kampf und Auseinandersetzung besteht, sondern auch aus Spaß und Spielfreude. Ne? Auch wenn Erfolg für sie nicht wichtig war, wir wünschen ihn dir trotzdem und wir wünschen dir, dass du ihn genießen kannst. Dankeschön. Vielen Dank. Alles klar. Da hätte ich sehr gerne noch weiter zugehört, aber leider ist diese Spezialsendung schon am Ende. Wir sehen uns am 11. September wieder. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ihnen zu Hause alles Gute und vielen Dank und tschüss. Ciao.